Ich habe die wirklich in drei verschiedenen Farben. Bin ich eigentlich ein Vollidiot? NC20, NB20 und NC20. Okay. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Jetzt ist ja schon so bald Mitte Januar und ich habe mir überlegt, mache ich auch mal ein Jahresfavoritenvideo für euch. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Beauty-Produkte rausgesucht, auf die ich absolut nicht verzichten konnte im letzten Jahr. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt und ihr dranbleibt. Bis gleich! So, beginnen tue ich einfach mal mit der Gesichtspflege. Und zwar bin ich total schockverliebt in dieses Micellenreinigungswasser von Garnier. Das trägt man ja mit so Wattepads dann auf das gereinigte Gesicht auf und man sieht dann einfach nochmal, wie extrem schmutzig die Haut nach dem Make-up-Entfernen immer noch ist. Und es ist einfach total genial, weil danach die Haut einfach wirklich total super gereinigt ist und man fühlt sich einfach wirklich total frisch. Also darauf könnte ich gar nicht mehr verzichten und ich kaufe mir immer nur die kleinen Größen, weil mir die absolut reichen. Bevor ich mein Make-up auftrage, benutze ich natürlich eine Tagescreme und meine hier ist vom BB für empfindliche Haut. Das ist diese beruhigende Pflege und ich finde einfach, dass diese Creme extrem gut und frisch riecht und das ist besonders wichtig, also für mich, dass es nicht so nach Parfüm riecht. Und ich finde, sie zieht auch ziemlich schnell in die Haut rein, sodass man wirklich nicht lange warten muss, bis man sich schminken kann. Also die finde ich auch richtig toll. Jetzt mache ich einfach mal weiter mit einem Foundation Primer und ich weiß nicht, ob ihr die Marke Mary Kay kennt. Ich war mal auf einer Make-up-Party und Mary Kay hat da ihre Produkte vorgestellt und man konnte sie kaufen und ich war einfach extrem überzeugt von diesem Foundation Primer. Also ich habe das Gefühl, meine Poren verfeinern sich wirklich und mein Make-up hält viel länger. Also wenn ich einen wichtigen Termin habe in der Arbeit oder ich gehe feiern, dann trage ich immer diesen Primer vorher auf, weil ich finde, mein Make-up hält dann einfach bombastisch und der ist einfach total ergiebig und man braucht nicht viel und der hält, ich glaube, bei mir jetzt schon über 1,5 Jahre. Also wenn der mal leer sein sollte, dann muss ich ihn mir auf alle Fälle wieder nachkaufen. Mein Lieblings-Make-up aus dem High-End-Bereich ist hier von MAC die Match Master Foundation und ich habe sie in der Nummer 1,5 und ja, die habe ich entdeckt, ich glaube Ende 2014 und seitdem kaufe ich sie mir wirklich so alle 3 Monate auf alle Fälle nach und im Sommer habe ich 2 Töne dunkler und auf die könnte ich wirklich nie wieder verzichten, man braucht einfach wirklich wenig. Sie mattiert das Gesicht, man muss eigentlich auch gar nicht mehr abpudern danach. Ich mache es nur wegen dem Concealer eigentlich, aber ansonsten müsste man es eigentlich gar nicht tun. Die hält ewig und ich schwöre es euch, kauft euch die einmal und ihr kauft euch nie wieder eine andere. Aus der Drogerie habe ich auch eine Lieblingsfoundation und zwar ist das die Perfect Match Foundation von L'Oréal Paris. Ich habe sie in der Farbe Vanille und die finde ich super angenehm aufzutragen, weil sie so ein bisschen flüssiger ist wie die Matchmaster Foundation und man deshalb einfach nur wirklich ganz wenig braucht, aber man trotzdem das ganze Gesicht damit schminken kann und die hält auch sehr, sehr gut und für alle, die sich kein MAC-Produkt kaufen möchten, kann ich die weiterempfehlen. Dann mache ich jetzt gleich weiter mit Concealer und da habe ich leider keinen Favoriten aus der Drogerie, weil ich einfach noch keinen Concealer aus der Drogerie gefunden habe, der die Pro Longwear Concealer von MAC schlägt. Also wirklich, diese Concealer, ich glaube, die kaufe ich mir immer doppelt und dreifach, weil ich einfach Angst habe, dass sie leer sind und ich dann keins mehr im Vorrat habe. Ich habe sie hier einmal Nummer NC15, NC20 und NB20, damit ich ausgestattet bin für jede Jahreszeit. Und diese Concealer decken alles ab. Die decken alles ab. Die sind so gut und dickflüssig und man braucht nur einen Pumper für alle Pickel, Mitesser und Augenringe und verblenden lassen die sich auch toll und oh, wirklich, ich würde sogar sagen, dass das das einzige Produkt ist, ohne dass ich gar nicht mehr könnte. Zum Setten meines Make-ups verwende ich immer ein transparentes Puder, weil ich das gar nicht mag, wenn man nochmal mit Farbe drüber geht. Und da schlägt für mich einfach gar nichts dieses All About Matte Puder von Essence. Also das hier kostet, glaube ich, nur 1,90 Euro oder waren es 2 Euro irgendwas? Egal, also unter 5 Euro auf alle Fälle. Und das ist so toll. Es ist wirklich transparent. Es sieht zwar hier weiß aus, aber wenn man es dann aufträgt, verschwindet es. Und es
mattiert und hält auch ewig. Also bei mir hält so ein Puder ja schon so ein halbes Jahr und das möchte ich auch nicht mehr missen, wirklich. Das hat Essence ganz toll gemacht. Weil bei mir der Bronzer natürlich nie fehlen darf, weil ich sonst, finde ich, total krank aussehe, habe ich mir vor circa 1,5 Jahren diesen Puder von Benefit gekauft und muss sagen, ich kann gar nicht mehr ohne. Das ist einfach die perfekte Farbe zum Konturieren. Super schön graustichig und man sieht schon, ich habe seit 1,5 Jahren und ich habe da immer noch was drinnen. Also ich glaube, das reicht mir auf alle Fälle noch ein Dreivierteljahr. Und da zeige ich gleich nochmal einen Favorit. Und zwar ist das dieser Pinsel hier von Zu Eva. Das ist in der Nummer 109 Luxe Face Paint heißt der. Der kostet, glaube ich, 10 Euro. Und ihr seht schon, wie er gemacht ist. Also er ist wirklich perfekt zum Konturieren. Man kann ihn einfach ansetzen und seine Kontur ziehen. Und ich sage es euch, Mädels, also das hier ist zwar etwas teurer. Die Preise verlinke ich euch unten in der Infobox. Aber trotzdem würde ich das hier nicht mehr missen wollen, wirklich. Okay, das Allerschönste am Make-up ist ja wohl wirklich das Highlighten, oder? Da habe ich natürlich auch einen Favoriten und zwar ist dieser hier auch von MAC und zwar ist das der Soft and Gentle und den habe ich jetzt auch schon seit circa fast 2 Jahren, würde ich sagen, und der ist immer noch so voll und ich frage mich die ganze Zeit, das kann ja gar nicht sein, ich klatsche mir das ins Gesicht jeden Tag und da ist einfach immer noch so viel drinnen und ich bin so happy, weil sich das dann wirklich lohnt für den Preis. Und der hat einfach so einen schönen, schönen Glow und wenn der mal leer sein sollte, kaufe ich mir ihn auf alle Fälle wieder nach. Und jetzt möchte ich euch aber noch was zeigen und zwar hat MAC dieses Jahr so schöne Limited Editions gehabt. Unter anderem diese Holiday LE, diese Verpackung ist so schön, dieses tolle Blau und das ist auch ein Highlighter von MAC. In der Farbe Oh Darling war er leider schon ausverkauft, den wollte ich eigentlich haben. Dass ich ihn nicht bekommen habe, finde ich aber gar nicht mehr so schlimm, weil der hat so einen Goldton und ich habe schon so viele Highlighter in dem Ton. Und ich habe jetzt hier den Shaft of Gold mir gekauft und der ist eben so toll, weil er so ein bisschen ins Bräunlichere geht. Und so einen Ton hatte ich noch nicht und deswegen bin ich ganz happy. Und allgemein die Highlighter von MAC sind bombastisch, also wie die funkeln und glitzern, das ist wirklich, kann ich euch auf alle Fälle empfehlen. Mein Lieblingsblush im letzten Jahr war eindeutig der Gingerly von MAC. Den hier habe ich jetzt schon seit einem Jahr und ich sehe gar nicht, dass ich davon was benutzt habe. Vielleicht eine ganz kleine Mini-Kuhle. Aber man sieht einfach schon wieder, bei MAC-Produkten lohnt sich wirklich was zu investieren, weil die ewig halten und so gut pigmentiert sind. Da muss man auf alle Fälle den Pinsel ganz gut ausklopfen, damit man keine Clownbäckchen hat. Das ist ein sehr dunkler Ton, der geht schon so fast in so einen Contouring-Ton rein. Aber eben nicht, das sieht einfach sehr schön aus, wenn man gerade konturiert hat und dann diesen Blush oben drüber aufträgt. Das harmoniert total super miteinander und vor allem im Winter, finde ich, ist es der perfekte Blushton. Für die Augenbrauen bin ich immer ein bisschen faul, viel Geld auszugeben, weil ich einfach meine Augenbrauen jeden Tag mache und jeden Tag spitzen muss. Und da wäre es total unnötig für mich, mir irgendwelche teuren Augenbrauenstifte von Benefit oder Anastasia Beverly Hills zu kaufen. Und deshalb habe ich hier einen Augenbrauenstift von Essence. Das ist der Make Me Brownie, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Egal, ihr wisst, welchen ich meine. Es gibt nur einen hier mit der kleinen Bürste oben drauf. Ich habe ihn in der Farbe 02 Brown. Ja. Und den finde ich einfach super gut. Also dafür, dass er von Essence ist, ist er wirklich gut pigmentiert. Also man muss nicht tausendmal auf einer Stelle rummalen, dass er braun abgibt. Nein, ganz im Gegenteil. Also mit dem male ich die Augenbrauen schon seit 3 Jahren. Wenn nicht sogar schon länger, wirklich. Und oben drüber kommt dann immer noch das Augenbrauengel hier von Essence, dieses Make Me Brow. Und ich finde einfach, diese zwei Sachen reichen völlig aus, um sich die Augenbrauen zu machen. Und man muss dafür keine 50 Euro ausgeben. Der hier kostet, glaube ich, nicht mal 1 Euro und der hier 1,50, glaube ich. Und das wird auch nicht mehr fehlen bei mir im Schminktisch. Meine absolut Lieblings-Eyeshadow-Base ist diese hier von Catrice, das ist die Prime & Fine und auf die könnte ich gar nicht mehr verzichten, weil die einfach super günstig ist und super lange hält. Also wenn ich mal in den Club gehe oder auf ein Festival, dann benutze ich die hier und nach, ja ich weiß ja nicht, 12 Stunden Party machen hält die immer noch, also die ist wirklich super. So, jetzt kommt meine
allzeit geliebte Wimperntusche, das ist die Colossal Volume Express Mascara von Maybelline Jade. Die benutze ich schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wirklich. Und ich kann einfach keine andere mehr benutzen. Ich habe es versucht, mich mit anderen anzufreunden, aber es geht einfach nicht mehr. Ich liebe einfach dieses runde Bürstchen, dass sich dann drinnen nichts verklumpt. Und die hält einfach auch so lange und ich bin einfach so ein richtiger Fan von dieser Wimperntusche und ich würde auf keinen Fall eine andere mehr benutzen. Also die kaufe ich mir auch immer doppelt und dreifach, wenn ich im DM bin, dass die mir ja nicht ausgeht. Weil es ja ein bisschen schwer ist, in der Drogerie einen Eyeliner zu finden, der wirklich tiefschwarz ist, habe ich mir diesen hier mal von Essence gekauft. Das ist dieser Extra Long Lasting Eyeliner Pen. Und ich bin wirklich begeistert. Ich wollte den einfach mal ausprobieren, weil der von Essence ist und der war einfach mega günstig. Und der ist wirklich so schwarz, hat eine lange Spitze, ich weiß, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, und hält einfach auch dementsprechend noch lange. Und letztens hat mir eine Freundin gezeigt, wenn er leer ist bei ihr, die schüttelt den dann immer ganz lange und oft. Und dann ist er wieder richtig nass vorne und man kann wieder ganz toll seinen Eyelinerstrich malen und das macht man immer wieder, wenn man denkt, der ist eigentlich schon leer und man will ihn wegschmeißen. Ja, und dann hält er einfach immer noch Tage weiter und das finde ich also ganz toll bei dem. So, ich weiß, diese Palette hier von NYX gibt es noch gar nicht so lange, aber die kommt auf alle Fälle in meine Top-Favoriten 2015, weil diese Palette hier einfach genial ist. Ein Bananaton, einen hellen Ton, zwei Highlighter und vier Contouring-Töne. Einfach super für jedermann geeignet und die Farben, die Pigmentierung einfach perfekt. Und allgemein die Produkte von NYX finde ich super, weil ich habe auch da letztens mit einer Freundin drüber geredet. Die sind einfach super preiswert, finde ich. Und von der Qualität her total vergleichbar mit MAC. Also von NYX bin ich sowieso ein totaler Fan und diese Contour & Highlight Palette ist bombastisch. Ich glaube mittlerweile ist sie fast überall ausverkauft, weil da eben total der Hype drum ist. Die kostet 20 Euro und wenn es die wieder gibt und ihr seht die, kauft sie euch. Genauso ist es bei dieser Palette hier. Das ist die Gwen Stefani Palette von Urban Decay. Die ist zwar jetzt auch erst draußen seit, ich glaube, November 2015, aber die zählt auf alle Fälle zu meinen Jahresfavoriten von letztem Jahr, weil diese Palette, seht ihr, die sieht einfach so schön aus und die Farben hier drinnen sind einfach so tolle Alltagstöne für jeden Tag und hier ein blauer, ein pinker Ton, ein schwarzer. Die Farben kann man einfach immer benutzen und immer brauchen und vor allem, man möchte sich ja nicht jeden Tag dramatisch schminken, also greift man eigentlich immer zu solchen Tönen zurück. Das sind einfach totale Braun-Alltagstöne und ja, ich höre jetzt mal auf davon zu reden, weil die Palette, also wenn was leer wird, dann ist es die und also, oh, schade, dass es eine Limited Edition ist. Jetzt kommt mein All-Time-Favorite in dem letzten Jahr, also immer noch, aber es geht jetzt hier um die letzten Jahr-Favoriten. Das hier ist ein Lippenstift von MAC in der Farbe Brave und den habe ich mir, ihr könnt es nicht glauben, das ist mein dritter Lippenstift Brave. Schaut ihn euch an, der ist einfach schon wieder fast leer und da muss ich mir einen neuen kaufen, den pinsel ich mir drauf auf die Lippen, wie Labello. Der ist einfach so schön und hat einfach den perfekten Alltagston, finde ich. Und für die Arbeit oder wenn man sich mit einer Freundin trifft auf einen Kaffee, das ist einfach ein perfekter Lippenstift. Und ja, den kaufe ich mir noch nach, bis es ihn nicht mehr gibt bei MAC so. Jetzt möchte ich noch eine Empfehlung aussprechen zu einem Nagellack. Und zwar ist das dieser hier von Essence. Das ist dieser Gel-Look Topcoat. Und den habe ich mir mal einfach so zum Testen gekauft gehabt letztes Jahr, glaube ich. Und das hier ist jetzt auch schon mein zweites Fläschchen, weil der einfach super ist. Also dieser Gel-Look, das ist wirklich so, wenn ihr eure Farbe aufgetragen habt, dann den einfach drüber als Topcoat und ihr habt einfach so Fake-Gelnägel, dieser Look. Also es sieht wirklich total nach Gelnägeln aus und das gefällt mir persönlich ziemlich gut und deswegen kommt der auf jeden Nagellack von mir drüber. So ihr Lieben, das waren jetzt meine Top-Beauty-Favoriten 2015. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch irgendwo ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht habe ich euch ja einen Anreiz gegeben, euch etwas davon zu kaufen. Alle Produkte findet ihr übrigens in der Infobox
Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei meinem letzten Video vorbeischaut. Meine Social Media Seiten seht ihr einmal hier eingeblendet. Und wie gesagt, alle Produkte, die ihr heute gerade gesehen habt, stehen auch nochmal in der Infobox. Ich hoffe, dass es euch gut gefallen hat und ihr bei meinen nächsten Videos auch noch mit dabei seid. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr, sehr freuen. Und ja, wenn ihr Videowünsche habt, könnt ihr es mir natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Die lese ich mir sehr gerne mal durch. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!